So Leute, heute habe ich nochmal ein Dual Commentary dabei. Ist ja schon eine längere Zeit her, dass ich Dual Commentary gemacht habe, und zwar mit dem Flowey. Servus, Leute. Ja, und der Flowey hatte ein besonderes Thema jetzt eigentlich mal vorbereitet. Der hat mich gefragt, ob wir ein Dual Commentary machen wollen, und ja, stell dein Thema einfach mal kurz vor und sag, worüber wir jetzt so labern wollen. Ja, okay. Also wir haben uns eigentlich so gedacht, dass wir mal darüber reden, woran es liegt, dass jetzt auch viele YouTuber, vor allem die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind, wie zum Beispiel Asiali oder so, jetzt immer inaktiver werden und weniger Gameplays bringen und irgendwie die Lust an YouTube oder Call of Duty verlieren. Und da wollen wir mal ein bisschen genauer drüber reden. Und das ist wahrscheinlich auf meinem Kanal auch das letzte Commentary, das in diese Richtung geht. Das letzte Duel war ja auch schon ähnlich. Und ja, Yannick macht jetzt mal kurz den Anfang. Okay, da wird die Last auf mich abgewälzt. Ja, also es ist schwierig, finde ich jetzt zu sagen, beim Asiali oder so weiß ich es jetzt gar nicht. Erstens verfolge ich den nicht wirklich, und zweitens hat er ja, glaube ich, schon ewig kein Video mehr gemacht, und dann hat er ja auch nicht drüber gelabert. Woran das jetzt liegt, beim Putt, also beim Striker, hat er ja mal ein Video drüber gemacht, dass es ihm keinen Spaß mehr macht. Aber ich meine, das ist ja auch im Prinzip, habe ich auch schon mal drüber gelabert, nachvollziehbar, wenn sich MW2, ja, so, ich sag mal, ausgelutscht hat, nach so 2, 3 Jahren Ja. oder noch länger. Und beim Asiali weiß ich es jetzt nicht. Dann haben natürlich auch ein paar YouTuber jetzt League of Legends entdeckt. Okay, das spricht mich jetzt persönlich gar nicht an. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, also ich habe es zweimal ausprobiert und da habe ich halt ziemlich gefailt. Mir hat schon ein Freund gesagt, dass es halt immer geiler wird, desto öfter man es spielt, aber die Motivation jetzt trotzdem es nochmal zu spielen ist jetzt nicht so hoch und ich werde es jetzt schon nochmal ausprobieren, aber ich werde ja dann sehen, ob es mir dann irgendwann Spaß macht. Und was ich Nee, noch. also ich, ja, was wolltest du Ach sagen? so, nee, sag kurz. Nee, also ich habe irgendwie generell so eine Allergie gegen dieses Setting, generell dieses Fantasy-Gedöns. Also das spricht mich einfach null an. Also da kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Und deswegen ist das schon nichts für mich. Also ich Ja. meine, ich spiele wirklich viele Genres durcheinander, also Rennspiele, Shooter, ab und zu auch mal Sportspiele oder sowas. Da bin ich eigentlich offen für alles, aber so Fantasy-Gedöns, ich bin auch kein Freund irgendwie von Rollenspielen. Also, ich meine, Skyrim soll ja richtig geil sein, aber das spricht mich einfach gar nicht an. Ja, ich weiß auch nicht. Also mich interessiert auch vor allem eher so Ego-Shooter. Und was ich vorher noch sagen wollte, für mich, also ich habe jetzt auch seit 3 Wochen nichts mehr gebracht. Und manchmal bringe ich halt länger nichts. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich erstens keine guten Gameplays mehr spiele, in MW2 zum Beispiel. Und eine große Rolle spielt dabei die Geduld. Und zwar seit ich MW2 gespielt habe. Ich habe ja mit PC angefangen. Und zwar, als Black Ops 1 rausgekommen ist, habe ich mit MW2 angefangen. Und seitdem habe ich immer Geduld gehabt. Das heißt, immer wenn Sniper gekommen sind, da habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt nächstes Spiel oder so, packst du schon. Und diese Geduld ist jetzt seit, ja, bis jetzt halt, hat sie gehalten. Und jetzt denke ich mir einfach, nee, Mann, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Jedes Mal denke ich mir, warum spiele ich den Scheiß? Und jedes Mal ist es wieder das Gleiche, man regt sich wieder auf. Das haben jetzt 4 Controller schon dran glauben müssen. Und irgendwann sage ich halt einfach, ja, das bockt sich gar nicht mehr. Und jetzt will ich es auch nicht mehr weiter versuchen. Deswegen hoffe ich, dass MW4 ein bisschen besser wird. Beziehungsweise glaube ich, dass es mir für 2 Monate vielleicht wieder Spaß machen wird. Aber danach glaube ich, dass es dann wieder wie jetzt sein wird. Und deswegen hoffe ich auch, dass vielleicht Battlefield 4 gut wird, weil Battlefield 3 hatte ich jetzt nur auf der PS3 und zurzeit spiele ich eigentlich nur Xbox und zurzeit spiele ich eigentlich sowieso gar nichts. Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Nee, also bei mir ist es halt auch so. Also ich habe früher generell, ich meine, man fängt natürlich auf einem ganz anderen Niveau an. Ich habe früher, oh, das war, ich habe früher eigentlich nur frei für alle gespielt, als ich angefangen habe, noch bevor ich auf YouTube angefangen habe, also als ich mit MW2 angefangen habe. Ja. Und Bohnenangriff spiele ich jetzt vielleicht ein Dreivierteljahr, wenn es hochkommt. Und nicht so lange vorher auch Sprengkommando, jetzt nicht so mit dem Team, eher alleine. Ja. Also jetzt ohne so harten Spawn-Trap, also habe ich eigentlich eine krasse Entwicklung, sage ich jetzt mal, durchgemacht in MW2. Und früher war ich auch viel gechillter, also
Es hat eigentlich durch MW3 hat eigentlich so meine Aggressionen geweckt, die sich dann auf jedes Spiel, sag ich jetzt mal so, übertragen haben. Durch MW3 bin ich eigentlich die ersten Male so ausgerastet. Und ja, ich meine, das ging schon so weit. Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr, habe ich wirklich so extrem viel rumgeschrien, dass ich eine Kehlkopfentzündung für anderthalb Wochen oder so hatte. Alter. Weil ich einfach so viel rumgeschrien habe. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, nee, also ich meine, du musst jetzt deine Stimme ein bisschen schonen. Hat dann auch, ich weiß nicht, einen Monat gehalten. Dann habe ich wieder, wurde es dann wieder lauter. Aber ich meine, ich habe jetzt keinen Schaden seitdem wieder davongetragen. Okay, zumindest keinen hörbaren Schaden. Und, nee, aber in letzter Zeit denke ich mir auch immer, nee, warum? Ich fapp mich dann extrem ab in dem Game. Aber das Dumme ist, seit ich Call of Duty spiele, machen mir die anderen Spiele oder so, die ich früher gespielt habe, nicht mehr so viel Spaß. Ja. Und, deswegen habe ich da teilweise überhaupt keinen Bock zu zocken. Das gab es eigentlich bei mir vorher noch nie. Ja, bei mir auch nicht so wirklich. Also ich habe ja, kennst du Chris Smoove oder so heißt er? So, nee. Also das ist so ein amerikanischer Commentator. Und mit denen habe ich zum ersten Mal geschaut als Kommentator. Und als ich noch auf dem PC gespielt habe. Und der hat immer gecampt. Und zwar mit Claymore und AA-12 und M16. Oder es ist doch diese Dreierwaffe, oder? Ja, ja. Ja, genau. Und das habe ich danach gemacht. Das heißt, ich habe schon, bevor dieser ganze Hype mit Farmers und so war, habe ich schon die M16 gespielt und die Farmers auch, weil er sie eben benutzt hat. Und dann habe ich mich natürlich auch gefeiert, obwohl ich nur rumgecampt habe. Aber dann ist irgendwann MW3 gekommen und MW3 habe ich richtig gesuchtet. Und dann gab es irgendwie so eine Wandlung. Das heißt, ich bin dann vom Camper eben zum Rusher geworden und deswegen spiele ich jetzt auch eher so wie ein Rusher. Ja, es ist, ich weiß gar nicht, woran es lag, dass sich das bei mir so entwickelt hat. Also ich habe früher das klassische Patrouillieren halt in Freiheit für alle gemacht. Auch, ich glaube, Claymore oder so war auch dabei. Und dann habe ich mich gefeiert, dass ich einmal, das war wirklich der Höhepunkt, sage ich schon mal, dass ich in 3 Tagen 2 Nukes bekommen habe. Das muss man sich mal vorstellen. Und, nee, dann bin ich irgendwann auf 6-gegen-6 Herrschaft umgestiegen. Das habe ich dann nicht wirklich viel gespielt. Ich habe wirklich, glaube ich, damals habe ich noch gar nicht viele Nukes geholt. Da habe ich mich gefeiert, als ich dieses Nuke-Emblem bekommen habe. Ja, irgendwann mal, da habe ich aber auch schon, ja genau, da habe ich dann ewig für gebraucht. Da hatte ich nämlich mit einem Kollegen irgendwie eine Wette am Laufen, wer als erstes das Nuke-Emblem bekommt. Er war auf dem PC und ich auf der PlayStation. Ja. Und da habe ich wirklich ewig gebraucht. Da hatte ich, glaube ich, bei Level 70, also da hatten wir ein neues Prestige angefangen. Da hatte ich, glaube ich, bei Level 70 6 Nukes und dann habe ich noch ewig weiterspielen müssen, bis ich die 10 Nukes hatte. Ich glaube, auf der Xbox hatte ich bei Level 40 oder 50 oder so hatte ich schon die ganzen 10 Nukes. Ja, ja, also bei mir war es, einfach besser wird. Bei mir war der Durchbruch, glaube ich, war wirklich, als CK mal das Commentary über Asiali gemacht hat, weil da hat er diese Klasse vorgestellt. Diese typische Klasse, die jetzt, ja, viele spielen und die habe ich dann auch benutzt und hab mir gedacht, ja, ich will auch so krass werden. Und welche Klasse? UMP Schall gedämpft, Marathon, Feuerkraft und Ninja und Sekundär so. PP2000, ja, die später ja dann nicht zu Rafika wurde. Ja, oder zur Spaß 12. Ja, und da habe ich mir halt dann gedacht, ja, Asiali hat 40 Nukes damals, da dachte ich mir, krass, wie kann man so viele Nukes haben? Da habe ich mir gedacht, ja, das will ich auch können, habe mir die Klasse gemacht und man hat dann immer mehr Leute gesehen, die auch die Klasse gespielt haben. Aber ganz ehrlich, das fand ich noch besser, als wie es jetzt ist, weil jetzt spielen halt alle nur noch Tubes oder Sniper irgendwie und das kotzt mich halt an. Ja, vor allem, mich fuckt's einfach ab, wenn du wirklich so extrem siehst, woher die Klassen kommen. Also wenn du dann jemanden siehst, der da irgendwie die, ich sag mal, die Elotrix-Schreibweise hat, die Farmers mit Plünderer und Claymore spielt und AA-12, da bleiben dann nicht wirklich viele Zweifel offen. Und ich meine, teilweise kriegst du es ja auch falsch vorgelebt. Ich meine, CK, der sagt ja wenigstens immer, dass er eigentlich schlecht ist. Ja. Und ich denke mal, es gibt jetzt kaum einen, der jetzt sagt, oh, CK ist ein richtig krasser Spieler oder so, weil es halt einfach ist ja auch nicht schlimm. Halt, nee, deswegen, die meisten gucken ihn ja wegen seinem Kommentierstil und nicht wegen seinen Gameplays. Ist ja anders zum Beispiel beim Sandy Ravage,
Ja. Eigentlich, ich weiß gar nicht, das fand ich damals schon richtig krass. Ich habe ihn, ich glaube, sich zufällig war auf irgendwie ein uraltes Video von ihm gestoßen damals und da fand ich das schon richtig krass. Und ich weiß gar nicht, warum, ich kann wirklich nicht sagen, warum ich auf einmal angefangen habe. Ich glaube, das war noch nicht mal so krass. Also ich glaube, ich habe mich halt immer mehr bewegt. Also am Anfang halt frei für alle gar nicht, dann in Herrschaft auch immer nur so meine Bereiche. Und dann hat das eigentlich erst so angefangen in Sprengkommando, aber halt ohne Team, mhm. dass ich dann halt immer in die Spawns, es gibt ja mehr als nur einen Spawn auf der anderen Seite, dass ich dann halt immer zwischen den verschiedenen Spawns hin und her gelaufen bin. Und das wird dann halt irgendwann, als ich halt Bodenangriff gespielt habe, habe ich halt auch diese Bewegung gemacht, dass ich von den Spawns zu Spawns laufe. Ich meine, das ist ja, macht ja eigentlich heutzutage jeder Rusher, dass er zu den Spawns läuft. Das ist das Wichtigste, die Spawn-Kenntnisse, weil wenn du weißt, woher sie kommen, dann kannst du einfach hingehen, sie abfangen. Und weil was bringt das, wenn man die ganze Zeit auf der Mitte der Map rumläuft, ohne wirkliches Ziel, dann macht man auch keine Kills. Ja, aber ich muss auch sagen, es ist schade, weil früher war das Gameplay viel, viel mehr wert. Zum Beispiel hatte, ich weiß noch genau, wie heißt der, Sandy Ravage, der hatte ein Gameplay, ohne Musik, ohne Commentary, nur eine Nuke. Und die hat über 1 Million Aufrufe. Ja, weil es halt damals noch neu war und richtig krass. Ja. Heutzutage kannst du einfach, ich meine, ich sag mal, ich lege ja auch wirklich großen Wert auf gutes Gameplay. Ja. Und die Leute, die gute Gameplays bringen, die sind weitaus weniger erfolgreich als, ich sag mal, die guten Kommentatoren oder die sich wirklich was einfallen lassen, was es jetzt noch nicht so gibt. Ja, eben. Und wenn du zum Beispiel eingibst in die Black Ops 200 Plus, dann kommen so viele Gameplays und die sehen halt alle einfach gleich aus. Ja, weil es auch so einfach ist. Ja, die sehen aber alle genau gleich aus. Und mich wundert es nicht, dass es dann die viele Leute einfach langweilt. Nee. Weil es einfach, wenn es passt, also wenn die Verbindung mal ausnahmsweise passt in dem Game, dann ist das sowas von einfach, das Spiel. Das ist genau wie Black Ops 1. In Black Ops 1, ich kenne keinen schlechteren Gegner als Black Ops 1 Spieler. Ich weiß nicht, wie es auf der Xbox ist, aber der Striker hat mir auch gesagt, dass es auf der Xbox genauso ist, aber die PlayStation Spieler in Black Ops 1, die sind ja so dermaßen schlecht, das geht gar nicht. Ja, leider habe ich nur auf Xbox Black Ops 2. Nee, ich meine ja Black Ops 1. Ach so. Ja, ich habe aber auch gehört, dass Black Ops 2 auch richtig einfach sein soll. Auf PS2. Geht, also es ist nicht wirklich schwer, aber ja, wenn die Gegner nicht umfallen, kannst du nichts machen. Ja, das kommt halt dann auf die Leitung an. Leider habe ich jetzt nicht so eine geile Leitung. Deswegen fahren die Gegner bei mir in Black Ops 2 halt überhaupt nicht um. Deswegen habe ich auch jetzt nicht so viele gute Gameplays in Black Ops 2. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt gameplay-technisch machen. Also, was hast du denn noch so an Gameplays? Ja, also ich habe Black Ops 2 habe ich so um die 90 Kills noch. Ich habe noch ein 100 plus in Black Ops 2, aber... Okay. Ja, ich würde sagen, dass jeder sein eigenes nimmt, oder? Ja, können wir von mir... Also wenn wir das auf beiden Kanälen wirklich hochladen, dann... Ja, das ist die beste Lösung, finde ich. Ja. Ja, mit 2 habe ich auch noch bestimmt ganz gute Gameplays. Na gut, da muss ich halt gucken, was sich da noch so machen lässt. Nee, war sonst noch irgendwas, worüber wir jetzt hier noch so labern wollten? Ja, genau. Also ich wollte dich noch fragen, wie es bei dir ist mit, was ist deine Motivation, wenn du jetzt Videos bringst? Meine Motivation als Videos bringe, keine Ahnung. Ich mag es irgendwie sowas zu präsentieren oder auch, ich mag auch irgendwie diese Videos zu machen, also ich sag mal zu bearbeiten, wenn ich da mal Musik hinterlege oder so, das ist jetzt nicht wirklich so eine große Kunst oder auch so aufwendig ist es jetzt auch nicht, aber es macht irgendwie Spaß und ich spiele auch eigentlich nur noch, um Gameplays zu erspielen. Ich spiele jetzt nicht irgendwie, weil ich selber eine krasse Runde haben will, sondern einfach, weil ich dann wirklich was Krasses aufnehmen will, was ich dann auf YouTube zeigen kann. Also irgendwie fände ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt durchgehend nicht aufnehmen würde, fände ich jetzt, sage ich mal, ein 100 plus oder so oder ein richtig gutes MW2 Gameplay, sagen wir jetzt einfach mal, nicht so geil, als wenn ich es jetzt aufgenommen hätte und weiß, das kannst du jetzt irgendwie in ein paar Tagen oder wann auch immer auf YouTube zeigen. Das Problem ist bei mir, wenn man, also früher war die Motivation größer, weil zum Beispiel die Nuke war richtig krass, man hat sich richtig gefreut, wenn man die hatte. Und weil die Nuke jetzt nicht so schwer ist, hat man die auch immer öfters bekommen. Und weil man sie immer öfters bekommt, wird die
ja, freut man sich nicht mehr so auf Nuke. Und das steigert sich halt immer mehr. Und wenn man dann 100 plus hat, findet man irgendwann nicht mehr so krass. Und jetzt ist es so, ich bekomme immer seltener ein gutes Gameplay, weil eben immer mehr asoziale Spieler kommen. Und das heißt, man hat immer seltener einen Erfolg. Und irgendwann ist der Abstand zwischen dem nächsten guten Gameplay so groß, dass man keine Motivation mehr hat. Ja, weil die eigene Messlatte halt zu hoch ist. Ich habe mir jetzt so ein bisschen wieder geschafft, runterzuschrauben. Ich habe ja wirklich krampfhaft, wirklich, sage ich jetzt schon mal, versucht, irgendwie ein 100 plus hinzukriegen. Es hat einfach nicht gefunzt. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ja gut, 80 plus in MW2 ist jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Das kannst du auch zeigen. Und ich meine, ich habe mich eigentlich wirklich so MW2, wie ich das ja eigentlich so durchgehalten habe, dieses Game so lange zu spielen. Ich habe eigentlich irgendwie immer neue Ziele gesetzt. Ich weiß gar nicht, womit ich angefangen habe. Angefangen habe ich halt, bevor ich aufgenommen habe, halt mit diesen Zielen, In-Game-Challenges, was weiß ich, 10 Nukes oder sowas. Oder mit dem Kollegen halt einen Wettlauf, wer als erstes Prestige macht. Dann, als ich angefangen habe zu kommentieren, da weiß ich gar nicht, da hatte ich eigentlich so keine Ziele. Da habe ich eigentlich ganz normale Nukes eigentlich nur gezeigt. Dann gab es halt in MW3 die Mobs. Ich meine, durch den Specialist. Ich glaube, das könnte auch ein Grund sein, warum ich mich mehr bewegt habe, weil man einfach mit dem Specialist so stark ist und einfach so schnell ist. Ja, also MW3 hat mir auch am Anfang richtig Spaß gemacht, deswegen habe ich auch bis Prestige 11 gespielt. Aber dann habe ich echt, dann habe ich wirklich aufgehört, MW3 zu spielen, weil irgendwann hat es mich irgendwie nur noch gelangweilt. Nee, also mit dem Specialist finde ich, macht eigentlich nach wie vor Spaß. Du, es ist halt irgendwie immer mehr asoziale Leute kommen einfach dazu. Und ich meine, das kann eigentlich, die Entwickler können das nicht wirklich verhindern, weil ich meine, dazu müsste COD einfach wieder unbekannt sein. Ja. Also ich glaube, in COD 4 hat man dieses Problem auf jeden Fall nicht, Nee, nee. dass da so viele asoziale Leute spielen. Und ja, dann hatte ich mir noch letztes Jahr, habe ich halt mal so eine Serie gestartet, mit jeder Waffe eine Nuke. Das hat mich auch, das war halt auch ein Ziel, worauf ich hingearbeitet habe. Das hat mich halt auch eine Zeit lang wieder, sage ich jetzt mal, motiviert in Ja. MW2. Und dann Na. habe ich halt den Triple Nuke versucht. Die hat dann auch durch Zufall geklappt. Also ich glaube, das war im Januar war es halt dieses Jahr. Und dann habe ich halt seit langem mal wieder MW2 auf der PlayStation, glaube ich, gespielt. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, ja, schaffst du wegen den Hackern wahrscheinlich sowieso nichts. Dann packst du einfach mal die Nuke ein. Und dann, ja, dann hat es irgendwie geklappt. Das war auf jeden Fall richtig geil. Da habe ich auch 2 Tage lang, habe ich mich quasi durchgefeiert. Ja, also ich kenne das nicht. Und zwar, weil ich hatte so oft schon ein Fail, dass es mich wirklich, es regt mich nicht mehr auf, sondern es langweilt mich, weil es immer der gleiche Scheiß ist. Und das zieht einen einfach so runter. Und dann hat man echt keinen Bock mehr. Ich hatte ja schon mal irgendwie einen Triple Nuke Fail auf der Xbox, als ich Xbox neu hatte. Da hatte ich auch irgendwie nach 100 Herrschaftspunkten die beiden Nukes. Und mein Aiming ist halt, ich wette, wenn ich jetzt nochmal mit dem Xbox-Controller spielen würde, in einer Zeit hatte ich mich dran gewöhnt, jetzt wahrscheinlich wieder nicht mehr. Da war mein Aiming einfach so extrem schlecht. Das gibt's nicht. Und deswegen habe ich einfach dann irgendwie die dritten Harry auch gar nicht mehr hinbekommen. Also vielleicht hätte ich dann auch schon die Triple Nuke gehabt. Ja. Ja, jetzt habe ich halt als Ziel die 100 Plus gemacht, aber ich meine, da muss halt wirklich auch, ich weiß nicht, was ich schwieriger finden soll, 100 Plus oder eine Triple U. Es ist irgendwie Also ich keine habe Ahnung. jetzt, ich glaube, fünf, um die fünf. Also weniger nicht, aber vielleicht eine mehr oder so. 100 plus und keine einzige Triple Nuke. Also ich finde 100 plus tausendmal einfacher. Ja, keine Ahnung. Ja, gut, es ist, du kriegst halt leichter deine Killstreaks, weil du halt mit 5 Ja, anfängst. das. Aber ich habe meistens irgendwie, keine Ahnung, wenn ich auf Nuke spiele, dann spiele ich auch irgendwie anders. Also ich würde nicht sagen defensiver, aber dann spiele ich irgendwie vorsichtiger. Also dann Ja. laufe ich, teilweise ist es ja wirklich so, dann laufe ich einfach mal Spaß 12 only rum, dann kriege ich zwar auch viel auf den Sack. Jetzt bin ich hier gerade angeschrieben worden. Aber keine Ahnung, also ich versuche es einfach nochmal, wenn ich jetzt 16.000 bekomme und dann, naja. Wenn es nicht klappt, dann kann ich auch nichts machen. Wäre halt schade, aber was willst du machen? Genau. Ja gut, ich weiß nicht, mir fällt jetzt nicht mehr ein eigentlich.
Nee, das war jetzt eigentlich auch relativ spontan. Wir haben uns eigentlich, müssen wir mal eben sagen, der Flo hat mich halt eben, ich kann ihn einfach Flo nennen, oder? Ja. Der hat mich halt, Alter, der hat mich eben vor einer Stunde oder ein bisschen länger hat er mich halt angeschrieben, von wegen, ob wir ein Dual-Commentary machen wollen und von wegen, dass er das jetzt sowieso noch als Commentary bringen wollte, habe ich gesagt, ja, können wir auch machen. Ja. Ich bin sowieso, ich bereite mich da eigentlich eh nie wirklich drauf vor. Und ich meine, es hat ja auch einigermaßen gut geklappt. Ja. Das Aufwendigste bzw. lästigste war eigentlich noch die Frage zu klären, wer die Begrüßung macht. Das hat wirklich am längsten, genau, da haben wir am meisten gefailt, sag ich jetzt mal. Aber naja, es hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Ja, also ich fand's auch jetzt ziemlich gut. Wir können ruhig öfters irgendwas machen. Und wir müssen auch mal zusammen zocken oder so. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das jetzt geworden ist, das Video. Weiß ich auch nicht. Ich muss auf jeden Fall noch den Anfang wegschneiden, dann schicke ich es dir. Ja. Und dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall mal beim Yannick vorbei, der ist auch ein richtig guter Spieler. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, kann ich auch nur vom Flo jetzt hier sagen. Ja, okay. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Ja, bei mir auch. Gut, dann würde ich sagen, schreibt einfach mal hin, ob es euch gefallen hat. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie viele Views ich bekomme, weil ich jetzt wirklich lange nichts mehr gebracht habe. Aber meine Abonnentenzahl seit dem letzten Video, ich glaube um 100 oder so gestiegen ist. Bin ich mal gespannt. Und ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Und das Schlusswort hat der Yannick. Ja, also mir hat es auch Bock gemacht. Ich fand, das Thema ist eigentlich auch mal ganz interessant, jetzt mal anzusprechen, weil es halt wirklich vermehrt jetzt auf YouTube aufgetreten ist, dass die Leute inaktiver werden. Und ja, mir hat es halt auch Spaß gemacht. Und ja, das war's eigentlich soweit, ne? Ja, okay. Alles klar. Hau rein. Okay, ciao.